It's Spaceman 9. Fuck. Das war so schlecht von mir. Ich wollte unbedingt in der Luft hitten. Weil wenn ich sie in der Luft hitte, regeneriere ich meinen Cooldown beim Fallen. Die werden wir so easy outplayed kriegen. Die werden mich niemals deadharden können. Never ever. Also da kann ich einfach reinschlagen. Ja! Es ist übrigens cool, dass ich ein rotes Add-on habe, aber eine Falle immer zugeklappt bleibt. Tja, die kommen da halt nicht wirklich dran, ohne dass ich das sehe. Weil das ja beim ersten Mal so gut funktioniert hat. Und du hast die Arschkarte gezogen, denn hier kommt niemand hin. Alter, der Typ ist RIP. RIP seine Mutter. Nö, ich geb dir jetzt gerade gar nichts. Tja, Freunde, dieser Haken ist mit Abstand das Heftigste, was ich je gesehen habe. Dude, da ist ein Aufgang, wo du erstmal hoch musst. Und dann sind da drei Türen, die ich abtrappen kann. Drei. Wenn du da oben hängst, bist du ja wirklich am Arsch. So, gucken, ob sich einer über den Ping beschwert. Ob die irgendwas bemerkt haben. Ich meine, hier hat nicht viele Fenstervolts und so. Einer hat durch die Palette eine geschmiert bekommen, die sich gewaschen hat, aber sonst waren eigentlich alle Hits Open Field. Ja, oh, die ist RIP. Zack, Junge, kein langes Kacken um den heißen Schnacken, sag ich immer. Fahrt Nexus. Das sage ich immer. Tschüss. Da! Nee, Nuggets sind voll lecker. Wenn die warm sind, ist es am geilsten. Aber 40 sind wirklich. Ihr wisst es, Freunde. Gens wieder markieren. Ja. Weil ich weiß, immer mal wieder kommt so eine Frage bei mindestens einen im Kopf. Klar, warum verschwendest du Zeit, einen 5%-Gens zu treten? Es geht nicht unbedingt direkt mal darum, den Progress wegzumachen, der ist eh nicht vorhanden. Es geht vielmehr um das Eruption markieren. Denn wenn ich den Gen trete, ist der erupted. Und wenn ich jetzt einen downe, verlieren die Gens, die ich markiert habe, 10%. Ui. Und wenn ich jetzt full ham auf die Elodie gehe, und die Daune, dann haben wir einen Eruption Proc. Oder die hier. Guck, einer ist da hinten am Gen, Freunde. Und jetzt schmieren wir da richtig schönes Eruption. Okay, das könnte den Gen da hinten gesaved haben, Freunde. Alter. Habt ihr gesehen, wie weit ich schon sichtbar war? Was ihr mir drauf geachtet habt. Alter, hätten wir die näher da gedownt, das wäre so huge. Die waren zu zweit an dem Gen. Wenn wir die näher da gedownt hätten, wäre komplett RIP gewesen. Jetzt war da keiner dran. Trotzdem die minus 10%, aber der Incapacitated-Effekt ist halt gone. Trotzdem verteidigen wir einen Generator, der die ganze Zeit bei 90 ist. Und das ist übel heftig, weil die da mehrere Survivor reinstecken in diese Ressource.
Die haben mein Eruption, by the way, gedodged. Beide haben den Gen losgelassen, als ich jemanden gedownt habe. Die wussten, ich habe Eruption. Die wussten das, ohne einen Proc. Also die haben beide Eruption outplayed, ohne es einmal gesehen zu haben und wussten sogar, dass jemand down geht. Ich meine, gut, dass näher down geht, kann ein SWF sein. Näher so, ich gehe down, Freunde, Vorsicht. Nein, dann lassen die halt los, weil näher das gecallt hat. Aber woher wissen die überhaupt von Eruption? Geile Nummer. Bitch. Das funktioniert nicht mehr. Hits tanken, Freunde, und dann den Gen anmachen ist kein Ding mehr. Ja, die ist viel zu cocky, die ist berechenbar as fuck. Eine wie diese Nea ist der Meinung, ihr gehört die Welt. Eruption. Klassiker. Hat funktioniert. Wie die Hillbilly Chainsaw. Die Striker. Müsste jetzt nicht unbedingt einen Free Gen geben, Freunde. Na. Oh, du bist tot. Der Gen war auch 99. Alter. Okay, okay, die liest mich anscheinend wie ein Buch. Ist aber gleichzeitig scheiße wie Brot. Tja, irgendwo hier ist eine Nähe, Freunde. Die ich lieber down würde als jeden anderen, weil sie dead on hook ist. Ich glaube, der Gen da hinten, den wir von 99 auf Hälfte wieder runtergeprügelt haben, müsste jetzt gleich poppen. Da sind noch welche dran. Ja, das ist zu dritt dran, aber näher kriegt ein Free-Hit. Den Gen können wir nicht verhindern. Wir gehen auf näher. Näher ist dead on hook. Bitch. So, wir haben einen Kill. Nischt. Alrighty, Smitey. Reichen 16 Aufladungen nicht mehr für einen vollen Heal? Doch. Also wörtlich. DBD und seine Inconsistency nervt so hart. Der Gen juckt nicht. Da will man sich schnell was aus diesem Hähnchen holen und es geht nicht! Junge, wie naiv muss man sein, doch nur zu 1% zu glauben, dass das hier in irgendeiner Form ein winnable Game ist? Ja! Spure mein Samurai-Schwert! Haja! 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 Sit down! So. Und schon sind wir wieder bei Hillbilly.
Alter, ist das dein Ernst? Ist das jetzt real Rap? Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Eden. Blockieren wir noch so ein bisschen den Generator, der schon ein bisschen Progress hat. Alter, das war ein Dead Heart, ne? Freunde, das war ein Dead Heart. Wegen dem Sound. So hört sich das an, wenn du Dead Heartest. Und der Killer bei mir war noch nicht, dass Dead Heart ankam. Da sieht man mal, wie crazy Dead Heart sein kann. Wenn man einen guten Ping hat. Also sie hat einen Dead Heart. Alright, Message angekommen. Sie konnte wirklich gerade so easy Dead Heart. Kann leider nicht beides blockieren, Freunde. Ah, ein Ticken zu weit. Ah, meine Augen. Meine Augen. Hey, aber die eine hat sich gekillt. Ist das nicht geil? Wir haben einen Free Win. Ich liebe Free Wins. Geh dein Dead Heart sonst wohin. Können die Survivor physisch 2 Gens durchziehen, während ich hier facecampe? Höchstwahrscheinlich nicht, außer der Gen ist ziemlich weit dahin. Was ich bezweifle, wenn der erste Down instant war und sie schon die ganze Zeit hier war. Wie die dann zu zweit so viel Gens machen konnten. Sie hat noch einen Dead Heart. Hat es aber nicht benutzt. Obwohl sie das Fenster angetäuscht hat. So, nehmen wir... Das war überraschend. Nicht zum Heilen gelaufen nach dem Hit, das war ihr größter Fehler. Jetzt kann nur noch ein Unbreakable das retten. Also mir da vor die Fresse zu rennen für einen Blind. Wow, das ist mal wild gewesen. Kein Dead Heart. Wunderbar. Mit Hillbilly auf Treatment und 4K machen ist meine Spezialität, Freunde. Edel. Ah, Hillbilly 4K gilt eigentlich auch als 5 4Ks. Wenn man mit Hillbilly auf Treatment und 4K macht, ist eigentlich 5 4Ks. Boah. Siehst du überhaupt was, wenn dir das Licht so in die Fresse scheint? Das Licht ist immer so hell. Die Kamera stellt das jetzt nur anders dar, weil das Seitenlicht fehlt. Das Licht ist immer gleich hell. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Bin ich durch die Wand gekommen, weil sie genau da war, wo ich hingeportet bin. Übrigens, wie gut ihr Dead Heart funktioniert. Unfassbar. Das freut mich für die, dass die alle wirklich Dead Hearten können. Einmal kurz ein bisschen Terror mit Starstruck machen hier. Pats. Oh ja, bleib schön beim Gen. Noch kurz durchziehen, ganz entspannt. Oh ja, oh, es sind beide, Freunde, es sind beide.
What? Okay. Von ich bin eigentlich perfectly geflogen zu suddenly a wild death appears. Ey, die hat off the record. Was off the record können wir direkt mal mitnehmen. Jetzt hat sie das nur 80 Sekunden. Schön. Ah, yeah. Und du kannst jetzt deinem Generator beim Regressen zusehen. Das ist Folter. Damit habe ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich ein Exponential Tote. Ein Exponential. Nein. Wir gehen mal hier hinten hin, um die wieder schön zu starstrucken, die da am Gen sind. Und die sind garantiert Full Life, weil die sich geheilt haben. Ich weiß, dass du hier bist! Überraschung! Barbecue Chili ist immer noch ein Perk! Ah, scheiße, ich bin Starstruck. Ach, ganz kurz verstecken, die 30 Sekunden. Und jetzt wirst du zusehen, wie der denn nochmal regressed. Das ist Folter! Na, irgendwer, der zum Anruf wollte und jetzt enttäuscht ist? Ja. Vorteilhafter Vorteil für den Survivor. Eigentlich habe ich doch hier eigentlich einen ganz guten Spot. Nurse sollte noch fliegen können, finde ich. Du denkst, ich krieg dich in der Restzeit nicht down, ha? Doch. Krieg ich. Ein erfolgreicher. Oh, er ist wieder zurückgelaufen. Nein! Der war doch gar nicht so schlecht. Ja, next. Huntress, ab geht's. Oh mein Gott. Okay. Ist meine Ansage. Ich habe hier praktisch keine Reichweite und 110% Movement Speed. Ups. Sollte aber ein Lose sein. The Game. Freunde, bin ich ehrlich. Das ist the motherfucking game. Ich denke, wir, die meisten von euch wissen, was the game ist. Mit dem Unterschied, dass ich ein 110% Killer bin und nicht ein 115. Und meine Reichweite mir hier nahezu nichts bringt. An manchen Stellen jetzt schon. Aber die Palette hätten wir als 115er Killer easy outplayen können, als Huntress jetzt. Also unsere Reichweite ist hier praktisch irrelevant. Die Phase 2 nehmen wir mit. Da kann man nicht hin abkürzen. Er hat durchgezogen. Die hat einfach durchgezogen. Ich dachte, sie würde abbrechen. Um direkt, wenn ich meine Axt so ziehe. Dann nochmal langsam. Ich dachte, sie würde abbrechen, weil. Dass sie praktisch, wenn ich meine Axt auf sie werfe, direkt den Anhub nochmal machen kann. Weil nur eine leichte Verzögerung. Eine leichte Verzögerung und du wirst gegrabt. Und wir haben nicht genug Äxte für das Ganze, was hier passiert. Oh mein Gott. Bruh.
Ich höre schon wieder einen unter mir. Wir laden mal nach. Zwei extra haben oder nicht haben. Ich entscheide mich immer zu spät, wenn ich abwerfen will. Headshot. Das müsste One-Shot sein. So in die Fresse, wie er ist, zack, tot. Oh, da war sie tot. Wir brauchen am besten konzentriert eine hohe Anzahl an Survivern auf einem Fleck. Also auf der Game wirklich effizient vorgehen können wir eigentlich nur bei einer Shitshow jetzt. So, die ist auf jeden Fall tot. Dann gehen wir mal zum Gen. Einer war auf jeden Fall unten. Der hat keinen Gen gemacht. Alle drei hier. Huge Info. Haare abrasiert. Claudi ist hier. Aber wir haben keine Äxte mehr. Das müssen wir respektieren. Ohne Äxte sind wir machtlos. Die andere hat kein Unbreakable. Sie hier könnte Unbreakable haben. Und sie hat off the record. Sie hat off the record, wir schlagen sie nicht. Ah, ich wollte sie grabben, damit kann ich off the record umgehen. Off the record vorbei, weil sie geheilt hat. Ob sie das mit Medium World schafft? Der Kurve nicht. Und sie hat keinen. Sie hier ist die einzige, die off the record, die Unbreaker noch haben kann. Ja, die wurden jetzt durch die Aktion getötet, ohne dass ich eine Axt hatte. Sehr gut. Ja, nice, Freunde. Nochmal eine Shitshow. Oh, Gott sei Dank. Jens Vaulting Speed wäre auch cool. Irgendein Perk, was Vaulting Speed ist. Edel, lauf schön Open Field, Baby. Oh, ja, geil. Geil, wirklich geil. Okay, nächster. Leer. Da läuft ja sonst gar nichts. Kein Jam mit sonst gemacht. Wisst ihr, was cool wäre, wenn sie mich stunnen würde? Dann könnte ich mich an ihr noch hochstacken. Soll sie sich mit ihrem Medkit teilen? Junge, die machen ja nix. Sie merkt's nicht. Oh, sie hat's nicht gemerkt. Oh Gott, ist das geil. Und dann fällt sie da runter. Ja.
dann flutscht sie da einfach runter. Geil. Oh, geil, meine Obsession. Hey, 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 wow. Geil. Stun mich. Du wirst mich stunnen, weil du Angst hast vor mir. Oh, ja. Tasty. Da müssen wir es rauslutschen. Oder nicht. Oh. Warte, ich kann sogar Phase 2 durch sie erreichen. Okay. Ja, natürlich war das jetzt ein Schlag. Okay, ja. Alter, ne? Dead by Daylight, ey. Ey, Dead by Daylight, wirklich. Gott sei Dank haben wir eine Alte hier, die einfach einen Gen macht, Skillchecks fällt und drauf scheiß, wenn ich komme. Und da waren es nur noch zwei. Stun mich. Oh, ja. Bin sogar für sie ein freundliches Stück zurückgegangen. Tasty. Oh ja, ich will sie grabben. Oh ja, ein Stack gespart. Grabben, Freunde, kostet kein Stack. Jetzt haben wir zwei Stacks, um näher wegzuballern. Jetzt rennst du dahin zurück, wo du herkamst. Man würde das als nicht so schlau bezeichnen. Any dead hearts? No. Perfekt. Mit Play with your foods and chase ist echt schnell. Toxic Switch auf Medkit. Holy shit, den Fokus mir. Facecam. Detective Tab, wer glaubst du, wer du bist? Wer glaubst du, wer du bist? Wer glaubst du, wer du bist? Junge, wer glaubst du, wer du bist? Macht mit dem, was er wollt, aber den kriegt ihr. Oh. Na endlich, eine Map zu meinen Gunsten! Obwohl, nee, die Breakable Door lassen wir mal, weil wir sind ein Doktor. Einmal ganz kurz den Leuten sagen, dass ich da bin. So. Huhu, Freunde. Ab kann's gehen. Der ist am Arsch. Der ist nicht stehen geblieben. Da hätte ich nicht reinhauen müssen. Leider tankt die Obsession, ey. Zum Kotzen. Boah, der ist ja absolut bad, Freunde. Das ist ja wirklich ein easy Ding hier gewesen. So. Einmal ganz kurz die ganze Map sperren hier. Schrabumps! Jede Minute einen Down, Freunde. Zu jedem Blast sollten wir schon einen Down haben. Ah, die Kombination ist natürlich richtig schön Anti-Doktor-Shock. Alle nutzen wirklich konsequent Data mittlerweile wieder, Freunde. Es ist wieder drin. Alle auf der Map, Schrabums. Alle Phase 3, Freunde. Warte mal, neben den Hängenden haben wir auch getroffen. Nee, das ist aber so Phase 3. Ja, Dead Harvest. Der Down ist ein bisschen zu schnell.
Das Ding ist, mein Deadman Switch läuft schon ab, während ich aufhänge, aber mein Cooldown von meinem Blast ist noch nicht da. Wir sollten kurz warten mit dem Aufhängen, damit wir mehr von unserem Deadman Switch haben. Ja. Damit ich direkt reinblasten kann. Ja. Oh ja. Würdest du sagen, das hat nicht funktioniert, Ace? Der Trade. Bumm. Und wieder alle Phase 3 müssen snap-outen. Das hier ist wirklich ein richtig schön für den Doktor gemachter Loop. Da sind zwei Paletten und zwei Fenster in der Reihe. Dass egal was ich schocke, er noch eine andere Option hat. Crazy. Aber er dachte, er schafft das Fenster aus irgendeinem Grund. Wenn ich da mal wieder die ganze Map blasten dürfte. Alter, ich habe näher nicht getroffen. Wo muss näher sein? Am Legend da hinten müsste ich eigentlich auch rankommen. Von der Range. Der Schock war nicht in Range. Ich glaube nicht an. Ich bin mir nicht, ich glaube nicht mehr an D-Strike. Das ist eine Erfindung von der Industrie, Freunde. Damit ihr alle D-Strikes süchtig werden. Das Ding ist, der Ace wird in den Schrank gehen, um meinen Blast zu dodgen. Deswegen blasten wir einfach nicht. Das ist der Trick. Der Trick ist, dass ich jetzt nicht blaste, sondern einfach zu dem Schrank gehe, wo er drin ist. Watch it. Der kleine Wichser, okay. Das wäre schon episch. Und jetzt, mein Freund, bist du nicht mehr im Schrank. Ja! Aha. Er war die ganze Zeit nicht im Schrank, Freunde. Gucken wir mal, ob er lucky genug ist, dass er jetzt direkt da hinten links die Hedge hat. Sieht nicht so aus. Da bin ich gerade lang gelaufen, da ist die Hedge nicht. Nö. It's Bubba Time. Jo, ich zocke 8 Stunden am Tag. Irgendeine große Nachtschicht übernehme. Ich will als erster Prestige 100 sein. Ja. Oh. Hey. Du hast euch ja wohl aus bei den Landing, mein Freund. Was für mich. Oh, doppelt Chili, wie angenehm. Hier. Block hier. Da wollte jemand aber schneller die Palette. Oh ja, spring durch das Fenster. Balance. Ja. Die sind safe wieder da hinten beim Wasserturm, wollen den Gen finishen. Oh, ja. Yeah. Now you're in trouble. Make a double. Hey. Hä? Alright, nehmen wir mit. Leider ist das unsere Obsession. Wir profitieren nicht wirklich von ihr. Bitch!
Joink. Schafft er nicht, das kann keiner, Freunde. Alter, hast du Eier. Okay. Dir geht's auch ein bisschen gut, oder? Da fühlt sich jemand ein bisschen zu wohl in seinem einen Play, okay. Er hat mich mit so einem kleinen Hütchenspiel getrickt. Aber jetzt fühlt er sich ein bisschen zu wohl. Den Gender oben habe ich keinen Bock mehr zu verteidigen, der nervt. Die ist dead. Rip Dying Light, aber ich habe auch nur diese Nancy in der Fresse. Wie erhofft, dass ich hängen bleibe. Nö. Bin Profi, Junge. Der hält mich doch jetzt nicht wirklich für einen Vollidioten. Du beleidigst mich, Jeff. Jeff, ich heiße Jeff. Er ist übrigens auch tot. Das sind auch ehrlich gesagt die einzigen beiden, die ich jetzt die ganze Zeit weggeklatscht habe. Immer im Rhythmus. Einfach einbringen. Oh mein Gott, die ist immer noch da oben. You made a mistake, darling. You made a mistake. Aber ich hab ja mein Balanced Landing. Was, Junge? Das ist dein Balanced Landing. Sie sollte mal lieber ihr Balanced Landing einen Ticken früher benutzen. Weil ich kann mit meiner Chainsaw jede Art von Sprint Burst outrun. Geil. Oh yeah. Die hatten Bock. Eigentlich. Oh boy. Ich konzentriere. Hallo? Alles für den letzten Spiel. Oh ja, das sind die 500 Stunden, die ich erwarte. Zarina ist die Erfinderin von Off the Record, Freunde. Lol, wichtige Entscheidung. Und sie hat Off the Record, by the way. Ist man eigentlich, wenn man anhuckt wird, immun gegen meine Traumwelt? Weil sie ist nicht in der Traumwelt, obwohl ich sie gehittet habe. Die Falle sei Dank. Medkit dabei. Oha, der hat Eier gehabt. Der hat durchgezogen, Freunde. Der hat durchgezogen, obwohl ich angetäuscht habe, dahin zu porten. Krass.
Stein, no. Wenn man hätte nicht da gerade plus 5 Stein gewesen, hätten wir es gehabt. Sie kann das nicht fast wollten, da ist eine Falle vor. Die ist tot. Okay, dann müssen wir loslassen. Hat er gedacht, sie ist tot hier? Damit hat sie nicht gerechnet, dass ich durchziehe. Die denken anscheinend, ich täusche nur an. Ne, hätten wir sie jetzt da getötet, wäre halt nice. Aber dadurch, dass sie da noch gerade so gejobbt hat, wir sind übrigens beide Survivor. Dadurch, dass ich es gerade noch so droppen konnte, müssen wir Akku wechseln. Das sind halt 3 Paletten plus Shack. Bis zu einem gewissen Grad muss man sowas respektieren. Als Maus 1er. Wir haben leider in das Netter reingeschlagen. Sonst hätten wir sie schon gehabt. Wir mussten sie so gesehen 3-mal hauen. Das funktioniert so nicht. Nicht bei 3 Paletten plus Shack. Junge, die haben aber auch eine Stacked Map. Ich bin froh, dass wir uns für den Zarina Tunnel entschieden haben, weil das ist wirklich eine Stacked Map hier. Ja, die rennt jetzt dahin, wo keine Stacks mehr sind. Ja, die haben aber ziemlich verloren. Wir haben jetzt die komplette Area hier ist jetzt entschärft. Shack ist immer gegen jeden Maus 1er die strongste Area. Die haben wir komplett abgearbeitet. Für einen Gen, das ist okay. Das heißt, jetzt, Freunde, haben sie nur noch ein paar Filler. Aber auch die Filler sind hier ordentlich stärker. Das ist eine ziemlich gute Map. An sich. Elodie finden wir auch nicht. Spuren? Ja. Hier ist einer. Jetzt verstecken sie sich nur noch beide. Beide haben keine Lust mehr, gechased zu werden. Die mehrmals umzuklatschen, kostet mich Stacks. Hallo, versteckende Nancy. So, wo ist sie? Ich gehe mal davon aus, dass sie weggeht und nicht rennt. In der Hoffnung, dass ich nicht sehe, wohin. Und nein, ich checke nicht erst den Schrank. Wenn ich nämlich erst den Schrank checke, so als allererstes hat sie genug Zeit, falls sie nicht drin ist, zu laufen. Also checken wir erst Umgebung, dann Schrank. Hm. Wenn ich jetzt bis jetzt noch nicht habe, sehe sie. Das ist immer so. Ja, wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Zarina zu tunneln war hier ultra Pfeifen. Any dead hearts? Das war der da. Den hängen wir jetzt schön hier hinten bei dem Gen auf. Weil hier anscheinend doch keiner mehr ist. Der hier. Ruhe. So. Let's go, Alter. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe 3 Fallen hier auf der Seite. Viel Spaß, die aufzumachen. Die haben wirklich einen Gen durchgespeedet. Dafür werde ich sie bestrafen. Er hat jetzt ernsthaft die 4% bekommen, sehe ich das gerade richtig? Einfach so einmal kurz genommen, während er kurz vor Phase 2 war und kommt frei.
Ich muss die gerade nicht aufheben. Der muss erstmal menden jetzt. Ich bewache nur meine drei Fallen hier. Ups. Den hängen wir auf. Den können wir so töten. Die näher hängen noch nicht. Die lassen wir durch die Falle sterben. Wir warten 10 Sekunden. Oh Baby, Pentimento kommt jetzt noch hinzu. Ich will ihm einfach nur den Mending-Timer geben, weil, wenn er wenden muss, kann er nicht die Fallen durchsuchen. Das könnt ihr nicht für sie tanken. Guck mal, wie sie versuchen, ihre Scheiße auszubügeln, dass sie einen Gen angemacht haben. All das hätten die sich ersparen können. Hier ist der Leon. Aber näher ist viel näher dran zu verrecken. Sie nimmt die 4%. Ich muss nur die beiden mit den Fallen die ganze Zeit abfangen. Bis diese Falle zuschlägt. Dude, das werden die nie wieder machen. Die haben jetzt gerade bemerkt, dass das die größte Scheiße war ever, einfach so die Gens durchzuballern. Nice. Hello. Auf dem Boden liegender. Ich glaube, mit 3090 Ti glänzt am besten bei 4K und sowas. Ich schmeiß nie wieder eine Speedbottle am Anfang. Das Zischen stört meine Sinnesorgane. Zwei im Basement, wir haben noch nicht gewonnen. Hello, Mrs. Ich habe garantiert kein DS, aber Unbreakable. Holy shit, what the fuck? Schnelle Reaktion. Kein Dead Heart. Die ist tot, die müssen wir nicht ins Basement schleppen. Gen treten fühlt sich einfach worth an. Komm,
kommt auch wieder ins Basement, Junge. So läuft der Lachs nämlich. Zack, ein Basement am anderen. Upsala. Jane. Wow. Ja, Jane hat leider Gottes die Obsession an ihrer Seite. Ja! Oh, die sind hinten. Fucking Tits, die ist ja übel durchgezogen. Hier, friss den Slow, Bitch. Was glaubst du, machst du hier 20 Runden oder was? Junge, Alter. Die rennt hier 25 Minuten um den Block. Die denkt auch, ich wäre kein Clan. Die rennen halt immer wieder ins Basement, um zu abhucken. Und dabei schleichen die immer. Die gehen immer ins Basement. Es ist nicht mal so, sie rennen nicht. Die gehen von Timbuktu aus bis ins Basement. Damit ich keine Spuren sehe. Hässlich. Sie hat Ballet Standing. Junge, Alter, wie lange braucht denn das zum Aktivieren? 4 Jahre? 2,5 Sekunden am Arsch. Any hatches? Slowboard, Bitch. Ladies and Gentlemen, oh, we got her. Oh. Jetzt wird Attack on Titan Spirit gespielt. Zerteilt, schwebende Gliedmaßen und ein scharfes Katana. Ich glaube, das sagt viel über den Charakter aus. Ich habe OP-Addons dabei. Uns geht also dahingehend schon mal gut. Aktiviere Full Tunnel. Bitte kein Off the Record. Nein. Ey, diese Half-Life-Fang-Ming macht das gerade ein bisschen schwieriger. Fuck. Hätte eigentlich hören müssen, dass ich hinter ihr bin. Mann. Diese ganzen Half-Life-Personen hier. Nothing happens. Fuck. Den Freehead wollte ich noch. Den nehme ich. Nice, dead hard. Bitch.
kleinen Bitches. Ich reiß euch alle ab. Sonst gehen die immer durch das Fenster. Hä, hat die keine Ohren, Alter? Die weiß doch, von wo ich komme. Und wieder drauf. Was willst du tun? Die striken? 3 Sekunden, Star, dass ich nicht lache. Ha. Oh, Junge, dieser Jill. Passen so einige Dinge gerade nicht. Ui, hey, was geht? Eiskalt, lässt du meine Seele erfrieren? Das ist Wahnsinn. Juckt keinen, dass du sabotierst. Sabotierst. Bing. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo sie aufgeben und keine Gens mehr machen. Mein Gott, jetzt spielen wir hier ein sneaky game, ha? Huh? Eigentlich ist das gar nicht schlimm. Insofern, dass es eine Beleidigung ist. Weil sie wirklich glauben, dass sie damit durchkommen. Die heilen sich voll und spielen jetzt Sneaky, weil in deren Augen ist das der Key to Win. Die Flashbang will ich sehen. Und jetzt Flashbang! Huh. Arschloch. Arschloch. Und dann halt nicht, wenn du nicht tanken willst. Für deinen Mate, deinen Freund. Huh. Ich bin verwirrt. Es ist überall vor mir, rückwärts, hinter mir. Haben wir sie gefunden. Blöde Situation, ha? Hey, da hat jemand auf dem Bett gehabt. Und Leid. Man kann beim Dead Hunter nie gut aussehen. Die sneaken nicht, um zu adlern. Die sneaken, um zum Gen zu gehen. Das ist der Unterschied. Ach, der hat ja Leid, stimmt. Die ist ja unnormal fast. Wenn ich jemanden schlage, hört sich das an, als würde ein Gen angehen. Oh, die geben nicht auf. Hey, das nicht aufgeben ist das eine. Es ist mehr das. Die so mit Sneaken und allem das Game gewinnen wollten. Der Typ ist am Arsch. Hallo.
Im Prinzip habe ich mit nur einem Perk gespielt. Ich habe eigentlich only Sloppy gespielt. Barbecue hat mir diese Runde gar nichts gebracht und No Way Out Nöte ist er erst jetzt aktiv. Und jetzt Legion! Naja, Legion, ne? Fuck.